Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Planet Zoo hatte oder hat immer noch einen kleinen, riesengroßen Bug. Das Problem ist, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich kann meinen Zoo nicht mehr öffnen. Also das mache ich jetzt nicht, weil dann kommt der Ladebildschirm und beendet. Beendet nicht, sondern es ist halt die ganze Zeit dann der Ladebildschirm. Ich habe es schon mal bis zu einer Stunde oder so laufen lassen, aber der lädt den Zoo nicht mehr. Und genau, ich habe jetzt dann angefangen, das ist der Zoo, den wir die ganze Zeit aufgebaut haben und schon ziemlich cool weit waren. Ich hoffe, die patchen in diesen Bug, weil das scheint relativ häufig vorzukommen, dass man plötzlich seinen Zoo nicht mehr öffnen kann. Und das ist halt richtig kacke. Dann habe ich angefangen, eben den Zoo wieder 1:1 nachzubauen und hatte sehr schnell keinen Bock mehr. Also wenn ich das neu anfangen werde, dann werde ich das ein bisschen anders machen als hier. Wobei das Savannengehege und das Nordgehege hat mir schon sehr Spaß gemacht oder hat mir schon sehr gefallen. Naja, auf jeden Fall wollte ich auf das Update warten, auf das Arctic Pack. Und weil ich dachte, mit dem Pack kommt vielleicht gleichzeitig ein Update, dass ich mein Spiel, mein Zoo wieder öffnen kann. Aber dem war nicht so. Und dann habe ich überlegt, ob ich im Planet Zoo so lange auf Eis lasse. Und ich glaube, das mache ich sogar. Also ich werde jetzt mit dem Arktik-Abenteuer anfangen. Und das fertig spielen, beziehungsweise ein bisschen euch zeigen, was die neuen Tiere sind und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, also ich würde dann eben anfangen weiterspielen, sobald ich meinen Zoo wieder habe oder mein Zoo wieder weiterspielen kann. Wenn ihr aber wollt, dass ich einfach dann mit einem neuen Zoo anfangen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann sehe ich, dass ihr das wollt und dann machen wir das. Und jetzt fangen wir auf jeden Fall mal mit dem neuen Zoo an. Beziehungsweise neues Abenteuer. Oh, sieht schön aus. Ah, riechst du die frische norwegische Luft? Schön wieder hier zu sein. So viele Erinnerungen. Viele gute Erinnerungen. Dieser Zoo ist das erste von zwei Projekten mit T-Shirts rumrennen. Obwohl du dir das wahrscheinlich schon aufgrund der Temperatur denken konntest. Ich habe diesen Standort nicht bloß gewählt, weil ich auf Lutefisk stehe. Wir werden uns an diesem Standort auf Forschung, Zucht und die Auswilderung der verschiedensten Tiere aus dem hohen Norden konzentrieren. Und ich hoffe, dass wir mit Hilfe unserer Forschung herausfinden können, was wir tun müssen, um diese Arten im Angesicht der globalen Erwärmung zu erhalten. Denk daran, wir wollen nicht reich werden. Wir wollen etwas bewirken. Aber du wirst mit Rentieren, Polarwölfen und sogar Eisbären zu tun haben. Was bedeutet, dass wir den Zoo ziemlich erweitern müssen. Ein bisschen Profit würde also trotzdem nicht schaden. Gut, also Ziele, schön und gut. Wir machen mal kurz Pause. Das, ja,
Kein Wunder, dass denen kalt ist, ne? Aber okay, Wärmeempfindlichkeit haben sie anscheinend nicht. Das ist voll schön, was ist das? Ach, das ist der Mitarbeiterstab. Ah, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Was ist da? Da ist nix. Da ist auch nix. Ach, da kommen die ganzen Stände hin. Ach, das ist eine richtig, richtig coole Idee, finde ich. Da ist Toilette. Voll geil. Da ist auch nix. Da kann ich bestimmt irgendwas dann reinbauen. So. Gut. Was ist da hinten? Ah, Quarantäne und sowas. Gut. Das ist eine richtig coole Idee. Mir kommt gerade, dass man ja wirklich ein Zoo machen könnte in so, ja, Themenpark nicht wirklich, aber so filmmäßig, also so ein kleines oder einen kleinen Teil in Hobbit-Style, also daran hat mich das gerade erinnert, oder einen Teil in, keine Ahnung, irgendeinen anderen Cyberpunk-Teil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, mir kam gerade Hobbit, also Auenland in den Kopf und vielleicht könnte man das sogar machen. Hui, flup, flup. Okay, sorry, ich fange jetzt an. Gut, was sollen wir machen? Wir sollen auf jeden Fall als Belohnung erhalten. Ah, genau, wir sollen hier. Oh, das sind. Okay, das sind alles Geschenke. Warte, da will ich mal. Genau so. Aber ich will mal Zoopedia starten. Wo war das nochmal? Ah, verdammt. Hier kann ich die aber auch normal kaufen. So, okay. Ja, so, egal. Dann, wir haben nur ein Gehege, ne? Das da hier. Da ist Schafe. Lebensqualität. Wie viele Leutchen haben wir denn? Nicht wirklich viele. Okay. Die wird auf jeden Fall gleich hier das forschen. Ah, warte. Zoopedia. Darüber kann Rentiere. Fängt mit R an. So. Gut. 370 Quadratmeter nur. Das ist ein bisschen wenig, ne? Minus 12 bis minus 16. Krass. Dann ein Männchen und 11 Weibchen. Das haben wir ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das hier hin, oder? Können wir ja gleich hier hin machen. Wobei, dann müssen wir die ganzen Stühle und so weiter hier wegtun. Dann mache ich das hier hin. Dann mache ich das hier hin. So. Barriere. Die brauchen 2 Meter plus. So. So, den machen wir ein bisschen weniger. Ich mach's mal ein bisschen länglich. Ah, ich mach mal ein bisschen länglich.
So, und jetzt, Glas. So. Und der Weg. Das ist. Was für ein Weg ist das? Das ist ein Holzweg, ne? So, das ist der. Aber bitte Länge und Breite. Ne, so breit ist er nicht. So breit ist er. Warte, Länge ist auch. Dann mache ich halt nochmal die Zäune weg. So. Okay. Was ist hier fehlerhaft? Ja. Gelände auf erhöhten Weg, Warteschlange mit Geländer, ja, ist ja egal. Mit Bordstein, gebogene Gefälle. Nee. Tunnel. Warte, das move ich mal ein bisschen nach drüben. Ah, wahrscheinlich wegen den da. Ja, das war's. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist in Ordnung. So. Gut. Mal so. Und dann eine Länge ein bisschen weniger. Und das da machen wir jetzt. So wie es war. So. Move, Beach. So. Ey. Gut. Alles klar. Ach genau, das habe ich jetzt voll vergessen. Das mache ich bei allen anderen. Bei allen anderen Let's Plays auch. Und zwar, dass ich bisschen erzähle, was dieses Jahr alles passiert ist auf dem Kanal, was ja nicht nur auf dem Kanal, sondern was bei mir so abging und genau, was dieses Jahr neu auf den Kanal kommen soll. Und das ist schon ein bisschen was. Genau. Und dementsprechend. Warte. Ich muss ja hier nochmal ein bisschen drücken. Weil hier kommt nämlich dann. Dann der Weg hin. So. Gut, was ist alles passiert? Warte, das ist Mitarbeiterweg. Es ist ziemlich viel passiert sogar. War irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Ich muss das dann noch ein bisschen. Achso. Ein bisschen weiter verschieben. So ist es, glaube ich, ganz gut. Warte, ich schiebe mal alles ein bisschen übertrieben weg. Damit ich, das kann ich ja dann danach noch hinschieben. Hey.
Warte, dann mache ich ein Gelände. So, also. Dieses Jahr ist einiges passiert. Unter anderem. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich hier. Unter anderem natürlich ist der Kanal gestiegen, also wurde populärer, sag ich mal. Also ich habe jahrelang habe ich nur mit so um die 20 Abonnenten rumgekämpft. Und in dieses Jahr habe ich ja meine Ausbildung abgeschlossen, also ich bin jetzt Meister. Das ist auch ziemlich cool. Und genau, und das ist halt sowas, danach konnte ich auf jeden Fall sehr gut. Danach habe ich ein bisschen mehr mich auf YouTuber konzentriert, wirklich. Und das war schon cool, dass dann die Abonnentenzahlen sich verdoppelt haben. Also von 20 auf 50. Das war schon richtig cool. Hat mir sehr gefallen. Und ach Mann, was ist denn. Achso. Gut. Hat mir auf jeden Fall mega getaugt. Und genau. Das kam auf jeden Fall mit dazu. Dann, wir haben sehr viele neue Spiele und viele neue Spiele auf dem Kanal hochgeladen. Oder ich. Und was da auch cool war, war, dass ich viele nette Kommentare bekommen habe und das macht schon dann sehr, sehr viel mehr Spaß, wenn dann Feedback kommt. Genau, und apropos Feedback und so weiter, ich fange dieses Jahr mit Streamen an. Ich wollte nicht mit Streamen anfangen, mit meinen alten Computer, das war ein bisschen 1700 und die wollten nur 300, ja klar. So, genau, das war super cool, dass warte, was wollte ich jetzt sagen? Nee, also ich wollte auf einen neuen PC warten, das dass man einfach die Qualität von Anfang an hoch hat häng schon wieder beim Stream gute Quali zu haben ist natürlich am wichtigsten, finde ich. Und dementsprechend habe ich auch gewartet. Und ich will jetzt auch erstmal bisschen paar Versuchs-Streams machen. Also zu einem relativ ungewöhnlicher Zeit, also vormittags wahrscheinlich, so vormittags, mittags, weil nachmittags arbeite ich dann. Und dann erstmal einfach schauen, was für Einstellungen ich noch brauche und wie ich es einstellen muss und so weiter. Und genau. Dementsprechend werde ich am Anfang noch ein bisschen rumtüdeln, beziehungsweise ausprobieren,
Und genau. Und spätestens am Mitte April kommt dann der offizielle Stream raus. Also, was heißt hier der offizielle? Also, ich übe davor noch, aber Mitte April sollte dann, also sollte dann alles fertig sein, wirklich. Also sollte das ja. Sollte das alles eingespielt sein und so weiter. Mal schauen, ob ich das, das schaffe. Aber erwähnt hier. Aber ich glaube schon, dass es funktioniert. So. Wieso Heizkörper für Rentier? Die wollen es doch kalt. Rückzugsort. Mache ich mal hier. So. Und dann auf jeden Fall kommen die da rein. Warte mal. Ne, kommen sie nicht. So, und jetzt? Das war doch gerade da. Achso, muss ich die markieren? Ja. Ja, aber die kommt doch da rein. Naja, egal. Groß, extra groß, klein. Ja, die brauchen ja nicht so viel. So. Wasserleitung kommt mal hier vor. Und dahin. Futterdruck kommt hier und dahin. So. Genau, da könnt ihr mal, wenn ihr Bock auf Streamen habt mit mir, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wann, also zu welcher Uhrzeit euch das am liebsten wäre und zu welcher, an welchen Tagen. Das wäre nochmal interessant. So, die wollen ja echt nur Schnee, aber ist ja auch verständlich. Pflanzen ist schon genug. So. Hä? Warum? Na egal. Gut. Dann werde ich auf jeden Fall mal neue Mitarbeiter, also Tierpfleger, flupp. Dann ja, Techniker, Verkäufer, Tierarzt, Zupfpfleger. So. Dann werde ich hier rein mal ein paar Imbissstände bauen. Gäste. Ballons. Nee. Ich will das anders. Einrichtungen. Wow.
So, hier ist einer. Da ist noch einer. Gut, Einrichtungen. Noch was. Infozentrum, das ist ganz gut. Infozentrum. Weißt du, als mir die Tierrettungseinheit mitteilte, dass wir Rentiere bekommen, war ich völlig verwirrt. Rennen? Tiere? Wer gegen wen? Aber schnell sind sie ja auch. Insofern, jedenfalls fühlen sie sich schon wohl hier. Gut gemacht. So. Fühlen sie sich wohl? Stabiler Rückzugsort ist für alle Tiere, ja. Gehege. Ich mach einfach alles komplett voll. Stabiler Rückzugsort ist zu klein. Das kann ja gar nicht sein. Warte, wie viele habe ich denn? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also passt es doch eigentlich. Vielleicht, durch hier vor noch ein paar. Bäume. So. Ja, hat sich sehr gebessert jetzt. Warte, dann tue ich noch ein bisschen Natur rein. Schmarrn. Biotop ist Tiger und Tundra. Tundra-Tiger. Kontinent ist nordamerikanisch. Eigenschaften, Design, arktisch. Inhaltspakete. Okay. Ich muss hier das stopfen ein bisschen. Ah. Das sieht doch schön aus mit den Büschen hier unten. Sind die nicht ganz da rein. Aber wahrscheinlich bringt es auch nichts. So, ja, ne? Stabiler Rückzugsort. Warte mal. Ich mach mal, bevor ich es vergesse. Hier, das da. Nee, so.
Rentier und Rentier. So. 4 Müll vorhanden, habe ich gerade gelesen. Zoopfleger. Flup und flup. Tierpfleger, Arbeitsbereich. Dester und Dester. Rentier. Und Rentier, du hast das da. Das ist Schaf. Gut. So. Dann Rentier und Schaf. Techniker hat keinen Arbeitsbereich, der hat alles. Tierarzt hat Rentier und Tierarzt hat Schaf. Rentier, Schaf, keine Arbeitsbereiche. Wobei, doch. So. Eingang. So. Eingang, Eingang. Ah, warte mal. Ah, das kann ich hier. Warte, Eingang Rentier. Hier. Und Rentier. Nee, das habe ich gerade gemacht. Dann Schaf, genau. Gut. Alles klar. Was wollen die eigentlich? Lebensqualität? Rückzugsort. Die wollen gar keinen Rückzugsort. Das ist ja geil. So, 4 Müll vorhanden, ja. Gut, dann würde ich sagen, hau ich doch mal alles voller Mülleimer, ne? Wobei, hier sind ja schon Mülleimer. Hier sind ja schon überall Mülleimer, aber die werfen trotzdem alles rum. Hier ist alles voller Mülleimer. Was ist denn los bei den Leuten? So. Den könntet ihr mal schön füllen. Tierhandel will ich jetzt nicht. Warte, was wollte ich gerade machen? Genau. Nee, da. Sehr schön. Katie. Stimmt es? Warte, Katie. Katie ist das Schaf. Genau. Und die sind die. Ja, dann passt es. Katie ist das Schaf. Uiuiui. Jetzt wird's aber dunkel. Wo kommen die denn her? Ach so, vom Boot. Okay, ja, cool. Das ist natürlich auch ein cooler Gedanke, dass man ein Zoo auf einer Insel macht und dann mit einer Fähre dahin fährt. Das ist natürlich auch cool. So, da liegt überall Abfall, ja. Stabiler Rückzugsort, das ist... Aber die kommen doch da rein. Nee, kommen sie nicht. Hä? Warte mal. Wieso kommen die da nicht rein? Die müssen doch da reinkommen.
Ja, so auf jeden Fall nicht. Nein, Tobi, nein. Warte, ich mache hier mal was anderes. Nee, ich will so ein Deko-Halbwand. Warte mal, vielleicht funktioniert das? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die können die Wände nicht hochkraxeln. Alter, Gehege. Rentier mache ich mal weg. Hier, das da. Achso, Futterding. Rampe. Genau, das wollte ich jetzt machen. Und zwar... Warte, du gehst mal da weg kurz. Ich muss hier arbeiten. So. Genau, und dann noch ein bisschen so und so. Nein, den da will ich kopieren. Aber... Hä? Also... Was machst du? Nein. Nein. Du kleiner Mistkacker. Passen. Ja, so. Jetzt schaue ich mal kurz. Ja, jetzt kommt der da rein, okay. Jetzt nochmal hier das gleiche Spiel. Und nochmal das gleiche Spiel. So, und jetzt? Kommt er da nicht rein? Warum? Ha. Warte mal. Nicht freilassen. Wikipedia. Ich will mal. Vor allem in Kanada, Russland, bla. Aus den Jahreszeiten, bla 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 bla. Winter deutlich geschrumpft. Sie ergriffen Freizeitjagd in nachhaltig zurückgestellt. Mich würde interessieren, wo sie leben. Also, wo sie wo sie sich zurückziehen. Ob sie sich in ein in einer, keine Ahnung, einer Höhle zurückziehen oder weiß ich nicht. Also, wo sie sich zurückziehen. Ah, jetzt geht's. Okay, super. Hat das irgendwas geändert? Nö.
Okay. Also, ja, okay, die haben sich gepaart, mitten unter anderem. Also ein bisschen hat sich's natürlich. Uiuiui, rülpst doch nicht. Ein bisschen hat sich's verbessert, das ist schon mal cool. Aber nicht wirklich. Wahrscheinlich, weil das so. Ja, so durchsichtig ist, ne? Aber ich habe den zweifachen Spiegel noch nicht. Und hier sehe ich schon mal Status Techniker rufen. Was für Warnung? Ja, dann hole ich mir noch mal einen Zoopfleger und zwar hierhin. Ah, siehst du. Gut, dann würde ich sagen, leuchti. Gut, wir zocken schon wieder eine Dreiviertelstunde. Genau, also, nochmal, ja, willkommen in einem neuen Jahr, frohes neues Jahr und hoffentlich, ja, wird es ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr für euch. Und genau, nochmal wegen mein Channel. Sagt gerne Bescheid, wann ihr. Wow, kein Strom. Wann ihr wollt, dass ich hier streame. Und, genau, und was? Ihr könnt da gerne auch Spielewünsche für das neue Jahr mir stellen. Jemand hat sich ja schon gewünscht, dass ich Fortnite zocke. Da haben wir. Oh, da. No. Genau, dass ich Fortnite zocke, da muss ich. Ja, mal schauen. Also, Fortnite habe ich bei der Beta mal gezockt. Aber das war's dann auch. Beziehungsweise nicht bei der Beta, sondern als es gerade rausgekommen ist. Ja, aber das schauen wir mal. Vielleicht spiele ich mal Fortnite im Stream. Und genau, sonst gerne, wie gesagt, Bescheid sagen, was ich spielen soll, was ihr euch wünscht. Und die Zeit für den Stream sowie die Tage in der Woche wird mir taugen. Gut, macht's gut, bis bald, bye bye. Sie so wakatena.